Herzlich willkommen zurück, Freunde, zu einer weiteren Episode von Let's Play Star Wars Galaxy of Heroes Season 1. Wir spielen mit unserem großen Account weiter in der großen Arena Meisterschaft. Den zweiten Kampf bestehend aus drei Runden hatte ich übersprungen, weil ich mich hauptsächlich auf meinen kleinen Account, die First Order Edition, also Season 2, konzentriert habe. Und dabei habe ich komplett vergessen, mich anzumelden für die große Arena Meisterschaft mit diesem Account hier. Aber dieses Mal habe ich dran gedacht, wir sind also jetzt hier in Kampf 3 und spielen wieder drei Runden und es wird außerdem Zeit, dass wir Chrom, ganz besonders Chrom 3, endlich endgültig verlassen. Also Freunde, wir betreten die aktuelle Runde. Hierbei haben wir es zu tun mit dem guten Aquilon oder Aquilon, wie auch immer. Er ist ein Zwilling und hat hier die königliche Garde als Profilbild. Wir sehen, er hat eine galaktische Legende, das ist ziemlich cool, und zwar niemand geringeren als den Oberstanführer Kylo Ren, auch mit dem entsprechenden Team, und sein Roster ist auch dementsprechend schon gut ausgebaut, aber da fehlt noch ein bisschen was und das hängt wahrscheinlich mit der GM zusammen, die ein bisschen fehlt, denn wie ihr sehen könnt hier, 6,3 Millionen GM ist ja vergleichbar mit mir, also das ist schon richtig gut, und er spielt ja auch die erste Ordnung Flotte, die Finalizer. Er hat meinen größten Respekt, Freunde, awesome, die First Order Edition wird irgendwann auch mal ganz genau so aussehen, aber gut, wir gucken mal, wie das Schlachtfeld aussieht, indem wir auf Betreten klicken, und ihr seht das Ganze gleich nach dem Intro, los geht's! Hier sind wir also, Freunde, und wie ihr sehen könnt, habe ich wie immer nichts besonders Starkes in die Verteidigung gestellt. Das heißt, mein Gegner hat ziemlich gute Chancen, uns komplett zu wipen. Und zwar ist das immer noch ein Überbleibsel aus meiner Strategie, hauptsächlich Offensive zu spielen. Zum einen, das bedeutet, ich hebe mir einfach meine stärksten Teams, mit denen ich am meisten Spaß habe, für die Offensive auf. Und zum anderen ist es so, dass ich meinem Gegner, weil ja in der Regel hier bei Chrom 3 Gegner sind, die wesentlich schwächer sind als wir von der GM her, ich will denen die Chance geben, uns auch zu wipen, ja, und auch zu gewinnen. Und mir persönlich ist egal, ob ich gewinne, ich will meinen Spaß haben in der Offensive, aber natürlich, weil unser Account eigentlich ein bisschen größer ist als das, was normalerweise hier anzutreffen ist, steigen wir auf natürliche Art und Weise auf und gewinnen natürlich erst einmal hauptsächlich meistens, ne, wisst ihr? Wir gucken mal ganz kurz, was der Gegner hier oben drin hat. Hier befinden sich Schwestern der Nacht, die ein wenig schwächer sind, außerdem Grievous und dieses Team hier bestehend aus der Alten Republik mit Carth Onasi als Anführer, ein ziemlich cooles Team. Und hier unten, was haben wir denn hier? Da haben wir das Imperium mit Darth Vader als Anführer sogar und dann außerdem noch hier das restliche Erste Ordnung Team. Ich muss sagen, dieses restliche Erste Ordnung Team, ich kann verstehen, dass er das so gebaut hat. Ja, Phasma ist die einzige Anführerin, die man für das Team nehmen kann. Weil er ja, wir haben ja gesehen, das oberste Anführer Kylo Ren Team spielt, mit Hux ist da drin und so weiter, ne? Dementsprechend macht das schon Sinn, aber er hier hat noch keine Omikron. Und weil der noch keine Omikron hat, ist das Team hier bei weitem noch nicht so stark und effektiv, wie es irgendwann einmal sein wird, wenn er seine Omikron hat. Und das hier oben, da sollte auf jeden Fall Palpatine als Anführer gespielt werden und nicht Darth Vader. Einfach nur, weil Palpatine generell ein besserer Anführer ist, wegen ganzen Zugleisten-Boni und so ein Kram, ne? Und den ganzen anderen Boni, die er noch so gibt. Aber gut, das heißt also, wir wissen nicht, was der Gegner hinten drin hat. Wir wissen nur, was er hier oben hat. Was er da hat, wissen wir auch. Und ich würde gerne sehen, was er hinten drin hat, weil es könnte ja sein, dass er eventuell dort Oberstanführer Kylo Ren drin hat, ne? Das heißt, wir gehen jetzt also hier rein und kämpfen zuerst einmal gegen das Imperium-Team hier, würde ich sagen. Gehen auf Truppauswahl und schauen mal, was wir bereit haben. Und euch fällt sofort auf, dass ich hier ein Jedi-Meister-Luke-Team gebaut habe mit einem Relikt 7 Jedi-Meister-Luke. Der hat noch nicht seine Ultimate, daran arbeite ich noch, Freunde. Aber das ist so ein Team, das ich auf jeden Fall einsetzen werde in dieser Episode. Wir gucken mal ganz kurz durch, womit ich das Imperium vermöbeln möchte. Und ich würde fast sagen, wir nehmen die Rebellen dafür. Ich meine, die sind fast schon zu stark dafür. Mein eigenes Imperium-Team könnte ich auch benutzen. Ist halt die Frage, wie schnell ist der Gegner? Der gegnerische Vader vor allem, ne? Ich guck mal ganz kurz. Das kann mir jetzt, wenn ich jetzt hier draufgehe und gedrückt halte, sehe ich das ja, ne? Das haben die ja neu gemacht, relativ neu. Und dann sehen wir hier, der gegnerische Vader hat eine Geschwindigkeit von 193, ja? 193 Tempo hat der. Der ist wahrscheinlich schneller als meiner, weil mein Vader ist nicht sonderlich gut gemoddet. Und wenn sein Vader schneller ist, wir haben 236, okay. Das heißt, unser Vader ist schneller als der gegnerische Vader. Dementsprechend haben wir bessere Chancen, gegen den Gegner zu gewinnen, ja? Also, was ich jetzt mache, ist, ich wähle hier mein Imperium-Team aus. So, dieses hier, mit Palpatine als Anführer. Und dann gehen wir in den Kampf, ne? Los geht's.
So, Imperium gegen Imperium. Ich mache das deswegen, weil ich meine Rebellen doch noch ein bisschen aufheben möchte, ja. Und ihr seht hier, warum Palpatine der bessere Anführer ist, wenn ich nämlich jetzt das hier mache. Erst einmal hier, ne, so. Boom, sehr schön, ne? Schade über Zeit auf alle. Und jetzt benutze ich die andere Strategie mit Vader, die mir empfohlen wurde. Und zwar mache ich jetzt das hier. So, ich gehe jetzt in Rage-Mode und dann greife ich jetzt jeden einmal an, also vor allem die ich hier, so einmal den hier, Fähigkeitenblockade, ihn bitte auch Fähigkeitenblockade, sehr gut, dann greifen wir ihn hier außerdem auch noch an, so, dann machen wir das hier, Schaden über Zeit auf alle, ne, jetzt haben die mehrfach Schaden über Zeit, jetzt greifen wir dann ihn hier an, wunderbar, der wurde erledigt, jetzt machen wir Stöckchenwurf auf jemanden und Stöckchenwurf würde dafür sorgen, dass unsere Verbündeten 100% Zugleiste kriegen, allerdings ist das nicht nötig, weil die schon 100% Zugleiste haben, ja, wenn ich jetzt beispielsweise Stöckchen werfe, sagen wir jetzt mal auf Palpatine zum Beispiel, ja, hier so, und ich kill ihn, bin ich wieder, wäre ich mit Vader theoretisch wieder dran, aber die anderen sind sowieso wieder dran, seht ihr, was ich meine? Deswegen benutze ich diese Strategie meistens nicht. Wenn ich jetzt aber Zugleiste abgebe an Vader, so wie mir das empfohlen wurde, kann Vader seine ganzen Fähigkeiten nicht benutzen, weil die Abklingzeit noch zu lang ist. Und das ist der Grund, warum ich eben Schaden über Zeit nicht während seines Rage-Modes benutze. Weil ich nämlich jetzt damit nichts anfangen kann mit Vader, wisst ihr? Das ist der eigentliche Hintergrund. Deswegen mache ich meistens Schaden über Zeit auf alle, greife jeden einmal an. Und wenn ich jeden einmal angegriffen habe, dann mache ich nochmal Schaden über Zeit auf alle. Und dann mache ich vielleicht Stöckchenwurf oder so, vielleicht. Ja, aber meistens sind sowieso die anderen dann dran und ich hole auf diese Weise mehr Runden raus. Ich zeige euch das vielleicht mal in der nächsten Episode, ne? So, wir schwächen erstmal alle Gegner, nehmen denen dann Zugleiste, wenn möglich. Hat bei Vader natürlich nicht funktioniert, der ist immun dagegen. Was wir aber stattdessen machen, ist, wir machen erst einmal hier das da. Sehr schön, alle werden geschockt. Und weil alle geschockt sind und Wanken haben, können wir jetzt hier Wanken machen. So auf Vader beispielsweise. Sehr schön, alle verlieren Zugleiste. Vader kann natürlich keinen Zugleister verlieren, aber alle sind geschockt. Ne? Wir haben wieder tonnenweise Zugleiste mit unseren Charakteren und machen erst einmal hier Blitz auf alle, um die zu betäuben. Vader kann natürlich betäubt werden. Und jetzt greifen wir alle einen nach dem anderen an. Erst einmal Vader hier, sehr schön, damit er geschockt wird. Dann sorgen wir dafür, dass er nicht mehr provozieren kann. Greifen wir jetzt ihn hier an, dann ist der erledigt. Superklasse, killen Vader, damit der uns nicht mehr gefährlich werden kann. Und jetzt geht es nur noch darum, den Tank hier zu killen. Und das machen wir natürlich hier 100% souverän, ne? So. Jetzt kann Vader natürlich wieder hier eine Schade über Zeit machen und so ein Kram. Er hat aber nicht genug Zugleiste, weil es nur ein Gegner ist. Wir geben Zugleiste ab hier an Vader, sehr schön. Gehen in den Rage-Mode, wunderbar. Greifen ihn einmal an und machen dann Stöckchenwurf auf ihn. Und das war's, 89.000 Schaden, sehr gut. Wir haben 75 Punkte, super. Das hätten wir natürlich auch mit einem zu kleinen Team geschafft. Also ohne Mara Jade oder ohne, Thrawn beispielsweise hätten wir es auch geschafft. Aber ist egal, ne? So, jetzt würde ich gerne gegen dieses Team hier kämpfen. Wie gesagt, das hat noch keine, Omikron. Deswegen ist es nicht so gefährlich, weil der hier hat noch keine Omikron. Aber ich würde gerne etwas probieren gegen dieses Team. Ich würde gerne ein Team probieren. Ich weiß aber nicht, ob wir stark genug sind, damit zu gewinnen. Und zwar, ich würde eigentlich gerne dieses Team hier probieren. Ihr seht, ich habe in der Zwischenzeit Isla Secura auf Relikt 3 gebracht. Er hat Relikt 3, der gute Mace. Außerdem haben wir Anakin und Qui-Gon Jinn natürlich mit dabei und dann noch ihn hier. Die sind relativ hoch reliktet, bis auf Plo Koon natürlich. Und ich würde gerne sehen, ob wir eine Chance haben gegen dieses erste Ordnung-Team. Das hat noch kein Relikt, ja? Wie heißt das, ne? Wisst ihr schon, Omikron. So. Wir nehmen das Team mal. Und mir ist natürlich bewusst, dass die Chance hoch ist, dass wir am Ende die Runde verlieren. Wenn wir jetzt natürlich mit, wenn das Team, dieses Team nicht schlagen kann, verlieren wir am Ende die Runde. Aber ich möchte gerne wissen, wie stark ist dieses Team hier wirklich? Anakin kann betäubt werden von den Gegnern, die haben jemanden, der betäuben kann, und zwar er hier. Der kann betäuben, alle anderen können es nicht. Ja, wir können nicht verwirrt werden und wir können nicht betäubt werden. Der Einzige, der wirklich gefährlich ist, ist dieser Kylo Ren. Das heißt, den würde ich gerne loswerden, schnellstmöglich. Alles andere ist relativ ungefährlich für uns, solange sie eben nicht sofort Qui-Gon Jinn killen und uns dann wegfrühstücken, wisst ihr? Also probieren wir das mal, ne? Wir gehen mal rein hier in die Runde. Und wir haben ja auch einen Tank dabei, wir haben ja Mace als Tank. Der kann auch noch ein bisschen was einstecken. Aber das ist der Gefährlichste, den wir killen müssen, auf jeden Fall er. So, was ich mache ist, ich springe erstmal auf ihn drauf, hiermit, so. Damit er erstmal sein ganzes Bonuszeug verliert. Und solange wir die Bonusangriffskraft haben hier, ne, von allen, mit Weitblick und so, machen wir erstmal Schaden auf alle. Super. So, jetzt schicken wir, machen wir das hier. Wir könnten zwar ihn angreifen, der hat Bruchpunkt. Ich will aber trotzdem hier erstmal ihn angreifen mit Anakin. So. Damit der down ist. Super klasse. Und ihr seht, der Schaden ist schon ziemlich gut, ne, den die machen. Und wir haben einen Tank, der kontert natürlich. Plo Koon muss noch nicht relikt sein. Also ich werde Plo Koon auf jeden Fall relikten.
aber das hat keine hohe Priorität. Ich möchte ihn relikten wegen seinem Schiff. Aber für dieses Team hier muss er nicht unbedingt reliktet sein. Es reicht, wenn er das hier macht erst einmal. Zugleiste abgibt dann alle, ja. Und der nächste, wir killen müssen, ist er, weil der wird immer stärker. Also greifen wir ihn mit einem Spezialangriff an. Ihr seht, die macht natürlich nicht allzu viel Schaden, aber das ist okay. Wir greifen jetzt hier an, wunderbar. Dann greifen wir hier mit an, mit Anakin, und der hat den erledigt. Perfekt. Jetzt ist Mace dran, und mit Mace greifen wir auf jeden Fall den an, der sich gerade anbietet. Und zwar mit diesem Angriff hier. Dieser Angriff fügt dem anvisierten Gegner Spezialschaden zu und entfernt alle seine Buffs, was ganz gut ist, ne. War der anvisierte Gegner mit Bruchpunkt belegt, wird er eine Runde lang betäubt und verliert 50% Zugleiste. Anschließend erhält Mace 50% Zugleiste. Also macht es natürlich Sinn, das hier zu aktivieren, ne. So, auf Phasma. Zack, sehr gut betäubt und Bruchpunkt wurde ausgelöst. Der hier hat Zugleiste an sie abgegeben, ist aber nicht weiter schlimm. Wir machen erstmal Schaden auf alle hier und schwächen damit deren Angriffskraft. Das ist gut. Jetzt hat der hier Bruchpunkt, also greifen wir ihn an. Wunderbar. Und dann noch einmal bitte auf ihn, dann ist der down, sehr schön. Jetzt greifen wir sie an, um sie platt zu machen. Perfekt. Jetzt geht es nur noch darum, den hier platt zu machen. Der verfehlt natürlich, jetzt machen wir das hier. So, wir haben zweimal ihn verfehlt. Machen jetzt das hier und nehmen. Ich würde aber sagen, wir nehmen Anakin mit. So, super klasse, dann ist der auch erledigt, ne? Sehr schön. Wir haben nur einen Charakter, der nicht gezählt hat als mit vollem Schutz. Das war, glaube ich, Mace, unser Tank. Aber ihr seht, das ist schon nicht schlecht, was die geleistet haben, ja? Ich meine, der Gegner hatte keine Omikron. Wir haben ein Omikron-Team eingesetzt, nämlich, Qui-Gon Jinn. Aber ich liebe es einfach, dieses Team zu spielen. Ja, das macht mir so viel Spaß in der Offensive, Qui-Gon Jinn einzusetzen und dann vor allem auch gegen solche Teams, die schon ziemlich tricky sein können, unter Umständen. Das ist toll. Hier haben wir also schwächere Teams drin, das heißt, er hat keine galaktische Legende in der Verteidigung. Dementsprechend darf ich meine galaktischen Legenden in der Offensive einsetzen und genau das werden wir tun. Ich würde gerne jetzt meine galaktische Legende Jedi-Meister Luke einsetzen gegen dieses Grievous-Team hier. So, ich will einfach mal sehen, wie sich das schlägt, ja? Wir gehen ja auf Truppauswahl und ich habe noch keine große Erfahrung damit, wie man dieses Team spielt oder diese Charaktere spielt, ja? Aber ich habe mir gedacht, komm, das scheint relativ stark zu sein, so wie das aufgebaut ist. Wir können den Gegner Zugleiste nehmen. Er ist ein guter Anführer, ganz klar, ne? Der bessere wahrscheinlich als er, wobei beide Lukes könnten gute Anführer sein. Und im Prinzip, das Grundprinzip ist es, immer Jedi-Meister Luke zum Angriff vorzuschicken. Er schickt Luke vor, sie schickt Luke vor, er schickt Luke vor. Also immer Jedi-Meister Luke, ne? JML wird immer vorgeschickt. Das ist das Grundprinzip. Und, die Sache ist die, der Grund, warum ich ihn immer vorschicken will zum Angriff, ich habe keine guten Mods übrigens, meine Mods sind crap, ich zeige euch mal ganz kurz die Statuswerte, das geht wesentlich besser, Gesundheit und Schutz sind vielleicht okay, aber Tempo ist mega schlecht. Aber ich habe die Mods noch nicht überarbeitet, das sind einfach nur schlechte Mods, okay? Der Grund, warum ich ihn immer vorschicke zum Angriff, ist der, er hat das hier unbezwingbare Druckwelle. Und unbezwingbare Druckwelle, oh, sein Basisangriff, ne? Unbezwingbare Druckwelle, nicht unbezwingbare Druckwelle. Die zwickt dem Gegner aber ganz schön. Belegt den anwesenden Gegner zwei Runden lang mit Buff-Immunität und fügt ihm Spezialschaden zu. Luke erhält bis zum Ende des Kampfes 2% Maximalgesundheit. Das ist stapelbar bis zu 20%, also das ist wichtig, ne? Bis zu 20% Maximalgesundheit. Dieser Angriff verursacht wenn möglich einen kritischen Treffer und kann nicht gekontert werden. Also es geht im Prinzip darum, Luke immer vorzuschicken, damit er mal diesen Angriff benutzt, damit er möglichst viel Maximalgesundheit bekommt. Und die Maximalgesundheit braucht er für alle seine anderen Fähigkeiten, beispielsweise Ausstrom. Fügt allen Gegnern Spezialschaden zu, anschließend verlieren sie 20% Zugleist und werden zwei Runden lang mit Fähigkeitenblockade belegt und Bresche belegt, ja. Verursacht 10% mehr Schaden, entfernt 5% Zugleiste für jeden mit Lektion der Jedi oder Vermächtnis der Jedi belegten Verbündeten. Alle Jedi-Verbündete erhalten eine Runde lang 50% Zugleist, kritische Immunität. Das ist also gut als ersten Angriff, ne. Und hat er noch das hier, worüber sie hinauswachsen. Was haben wir hier? Gucken wir ganz kurz. Senkt zwei Runden lang den Zähigkeitswert des anwesenden Gegners, belegt ihn dann eine Runde, zwei Runden lang mit Benommen und verlängert seine Abwehrzeit um 1. Gegen Raid-Boss hat es einen anderen Effekt. Ruft anwesende helle Seite Verbündete als Unterstützung, gewährt dem Vorteil höheren kritischen Schaden und so weiter und so fort. Also er hat saumäßig viel Zeug und ich glaube, er hat noch irgendwelche Dinge, einzigartige Fähigkeiten, glaube ich, oder sowas in der Art, die umso stärker werden, je mehr Maximalgesundheit er hat oder sowas in der Art. Wie auch immer, also ich werde jetzt nicht alle Fähigkeiten von ihm vorlesen, aber nur, dass ihr Bescheid wisst, ne? Also er ist auch ein Tank sowieso, also seine Maximalgesundheit zu erhöhen ist generell ziemlich wichtig. Und ich setze ihn jetzt extra gegen dieses Grievous-Team ein, weil das Grievous-Team ein bisschen tanky ist und ein bisschen tricky zu bekämpfen ist und normalerweise auch ziemlich gut darin ist, Schutz zu klauen und zum Kram, deswegen mache ich das. Also was wir zuerst machen, ist erstmal diese Fähigkeit hier, ne? So, ich mache hier normale Geschwindigkeit, dann seht ihr das mal hier alles schon, die Animation. Sehr schön. So, boom, ne? Ihr seht, alle mit Fähigkeitenblockade belegt, wir haben Zugleiste bekommen, Gegner haben Zugleiste verloren und so ein Kram, ne? Also das ist richtig, richtig toll. So, da die alle noch unsichtbar sind, bis auf der Tank, den wir angreifen müssen, was wir jetzt machen ist, wir benutzen halt diese Fähigkeit hier, weil immer wir können, ne? Und schicken dann wieder Luke vor. So, Luke, ihr seht, der bekommt Zugleiste, greift ihn dann an hier
Und wir müssen halt erstmal ihn angreifen, ne? Als nächstes, was wir dann machen, ist das hier erst einmal. So. Damit nehmen wir die Gegner wieder Zugleiste, geben die wieder Fähigkeitenblockade und so Kram. Grievous hat den markiert. Das ist gut. Das heißt, wir greifen ihn auch direkt an, benutzen diese Fähigkeit hier und schicken hiermit Jedi Meister Luke wieder vor. Ne? Jedi Meister Luke wird dadurch stärker und macht eine Druckwelle auf ihn. Seht, 42.000 Schaden ist schon enorm. Jetzt wurde er hier markiert. Das ist auch okay eigentlich, aber wir benutzen jetzt unsere Fähigkeit mit Luke. Anstatt aber ihn vorzuschicken, machen wir erst einmal das hier, um alle zu betäuben. Super. Jetzt sind die erst einmal ruhig, ne, und machen nichts mehr. So, das nächste, was immer wir können, benutzen wir diese Fähigkeit hier. Und nehmen dann Luke mit. Ja, also den Jedi-Ritter-Luke. So, weil der macht nämlich großen Damage. Der bekommt jetzt hier auch einen Buff. So, superklasse. Und zwar Lehre der Jedi hat er jetzt hier bekommen, ne? Glaube ich, als Lektion der Jedi. Plus 20% Meisterschaft pro Stapel. Das ist gut. So, als nächstes müssen wir den nächsten Tank angreifen. Wir haben aber keine andere Wahl. Wir können also nur einen Tank angreifen, ne? Hier, also machen wir das. Und benutzen dann diese Fähigkeit und schicken wieder Luke vor, ne? Ich weiß gar nicht so genau, ob das hier auch... Alle Verbündeten ruft alle Klonsoldaten. Okay, also Klonsoldaten. Alle Klonsoldaten. Wir machen jetzt diese Fähigkeit hier, schicken damit Luke vor. So. Sehr schön, greif ihn an. Wunderbar, der ist erledigt. Grievous bekommt natürlich einen Bonuszug, ne? Das hat die Fähigkeit von Grievous, aber deswegen wollte ich es ja testen. Das nächste, was wir machen, ist, wir könnten uns jetzt heilen komplett. Das mache ich aber nicht. Ich mache wieder diese Fähigkeit hier und schicke dann wieder Luke vor. So. Wunderbar, dann ist der auch erledigt. Und ihr seht, der Gegner bekommt Maximalgesundheitsschaden oder Warenschaden. Und ich glaube, das hängt irgendwie mit Lektion der Jedi. Der hat irgendeine passive Fähigkeit. Ich weiß nicht mehr so genau, was das war. Der macht irgendwie prozentualen Schaden, abhängig davon, von seiner Maximalgesundheit oder sowas nach. Deswegen ist das so mächtig, ne? Also achtet mal auf die weiße Zahl. Wir machen jetzt mal das hier. So. Kann ich ihn... okay, wir bleiben auf ihn drauf. Achtet mal nur auf die weiße Zahl. Ich schicke jetzt mal normal vor, ne? Guck mal hier. Seht ihr das? Das war nicht viel Schaden, aber unten drunter nochmal 64.000 Schaden. Wahrer Schaden, ne? True Damage. Das ist das, was es so mächtig macht. Okay, wir machen jetzt das hier und schicken wieder ihn vor. Hier auch wieder, ne? 64.000 Schaden. Das ist halt das, warum das so mächtig ist. Jetzt machen wir nochmal einen Angriff hier. Wir müssen den halt erst einmal ein paar Mal killen, ne? Also wieder hier Luke vorschicken und so weiter. Und der baut halt ganz viel Maximalgesundheit auf und dementsprechend wird auch dieser Schaden, glaube ich, immer höher oder ist höher geworden oder sowas in der Art. Ich muss mir die Fähigkeit nochmal von ihm durchlesen. Wenn ihr es wisst, schreibt es gerne in die Kommentare rein, aber es ist irgendeine seiner passiven Fähigkeiten. Irgendeine von denen... Gewährt drei Runden lang Lektionen der Jedi, ruft den anvisierten Helden seit Verbündeten als Unterstützung, der 90% weniger Schaden verursacht. Danach erleidet der anvisierte Gegner basierend auf... Genau, das war das hier. Also überliefert die, das ist diese Fähigkeit hier, ne, wenn die eingesetzt wird. Überlieferte Lehren. Gewährt drei Runden lang Lektionen der Jedi, ne, das was er dann halt, was halt derjenige bekommt, der halt vorgeschickt wird, ne. Lektion der Jedi. Und ruft den anvisierten Verbündeten als Unterstützung, der macht plus 90% Schaden. Ich mache das nochmal ganz kurz hier. Nein, ich greife am besten mal normal an. Ihr seht, dieses Mal kommt kein prozentualer Schaden unten drunter, weil wir dieses Mal nicht vorgeschickt haben. Wir machen jetzt mal das hier und nehmen ihn mit. Ich habe nicht mehr viel Zeit, deswegen mache ich das ganz kurz so ein bisschen schneller. Sehr gut. So, also jetzt, ne? Wenn wir jetzt praktisch jemanden vorschicken, jetzt wir heilen es mal ganz kurz hier, um unseren Schutz zu heilen und so ein Kram, greifen wir hier nochmal an. So, ne? Wenn ich jetzt jemanden vorschicke damit, so, ich mache da mal normale Geschwindigkeit, ich schicke jetzt mal Luke vor, dann macht er seinen Schaden und macht eben Bonusschaden, 64.000 und das waren 60% von Lukes Max, also Jedi Meister Lukes maximaler Gesundheit. Deswegen ist es wichtig, dass Jedi Meister Luke ganz viel maximale Gesundheit hat, damit die Verbündeten, die vorgeschickt werden durch diesen Angriff, damit die eben 60% Bonusschaden machen als wahren Schaden in Höhe von Jedi Meister Lukes maximaler Gesundheit. Darum machen die so viel Schaden, ja. Und im Prinzip schicke ich, wann immer möglich, Jedi Meister Luke vor, damit der eben seine maximale Gesundheit noch weiter ausbaut, ne? Noch weiter erhöht, bis zu 20% höher. Das ist so der Hintergrund. Also schicke ich ihn immer vor, bis zu 10 Mal, danach ist es im Prinzip egal, ja? Und jeder Charakter, der eben vorgeschickt wird durch diese eine Fähigkeit, die man bekommt, wenn Jedi Meister Luke der Anführer ist, der macht dann eben 60% in der Maximalgesundheit von Jedi Meister Luke Bonusschaden und das macht eben saumäßig viel aus, ne? Das ist ziemlich hoher Damage. Okay, super. So, wir kämpfen jetzt gegen die Schwestern der Nacht. Und gegen die setzen wir unsere grandiosen, großartigen Truppler ein. Und das sind die hier. Sehr gut, los geht's. Okay, wir gehen doch mal auf vierfache Geschwindigkeit hier, machen erstmal das, nehmen allen Zugleiste, killen erstmal den Zombie, weil wir gar keine andere Wahl haben, dann killen wir alles andere, was wir halt sonst noch so killen können, killen also erst einmal sie hier, ne, die gute Dingens, schwächen mal die Rüstung von Darka, machen noch einmal Schaden auf alle hier, sehr schön, haben ganz viele davon weggepustet, damit nutzen wir unseren Truppler und machen das da.
Hätte ich nicht machen sollen. Ich hätte einfach... ist auch egal. Wir machen dann hier Schaden auf alle nochmal. Sehr schön. Dann greifen wir ihn hier an. So, super klasse. Sorry, wir müssen eigentlich sie hier killen. Geben uns noch ein paar Buffs. Super, Bonuszuglassenkram. Jetzt benutzen wir diese Fähigkeit hier für Schaden auf alle. Sehr gut. Und dann machen wir das. Nein, nicht das. Wir greifen normal an auf Assage. Dann ist sie nämlich platt. Wunderbar. Und dann killen wir den Zombie als nächstes. Und dann ist der auch platt. Perfekt. Es war jetzt ziemlich blöd. Ich hätte den Flächenschaden mit ihm direkt machen sollen. Danach einfach normal angreifen. Weil sein Buff bringt, glaube ich, nicht allzu viel. Außer, dass ich wieder Stapel regeneriere mit ihm. Aber das muss nicht unbedingt sein. Jedenfalls gehen wir jetzt mal hier hin. Gehen auf Truppauswahl. Und benutzen dann hier auch ein Team. Und ich würde mal sagen, das Team, das wir hier benutzen, ist dieses hier. So, dann haben wir nämlich auch unser Purple-Team benutzt und an seiner Seite packe ich jetzt mal die Schmiede. Normalerweise ist das Team, das man eigentlich spielt, ja, mit dem Imperator Sylvia. Also dieses Team hier, diese drei, sind praktisch in der Lage, so gut wie alles zu vernichten, weil die werden fast unbesiegbar. Und ich setze jetzt einfach mal die Schmieden ein, einfach weil ich es normalerweise nicht tue, aber jetzt mache ich es einfach mal aus Spaß, auch wenn sie stirbt, ist mir egal, um euch mal zu zeigen, wie das dann aussieht, warum man diese Schmieden eigentlich spielt, ja, mit, zusammen mit Palpatine. So, die Sache ist die, Vat'Tambor kann ja am Anfang eine Fähigkeit verteilen, das ist am besten diese hier. Denn diese Fähigkeit ist der Schildgenerator und der besagt, dass der Charakter, der den Schildgenerator hat, zu Beginn seiner Runde 30% Schutz regeneriert und eigene Debuffs entfernt. Also machen wir das hier und immer wenn Purpatine dran ist, regeneriert er 30% seines Maximalschutzes. Auf diese Weise ist der fast schon unbesiegbar. So, jetzt machen wir, verbinden wir uns mit Carth. Und wir verbinden uns mit Candorous, weil ich nämlich nicht möchte, dass die kritisch treffen. Wenn die nämlich verbunden sind mit Purpatine, können die nicht kritisch treffen. So, die nächste Fähigkeit, die wir damit ihm verteilen, weil wir es halt können, weil er so schnell war, ist halt eine von diesen beiden Fähigkeiten hier. Ich gebe ihm aber einfach mal, ich verteile mal diese Fähigkeit, weil die macht Schutzregeneration. Gewährt zu Beginn der Runde jedes Charakters 5% Schutzregeneration. Also geben wir das mal ihr, damit die Schmiede ein bisschen länger überlebt. So, sehr gut. Und dann greifen wir einfach mal hier an mit Pups und machen mal einen normalen Angriff. Sehr schön. So, die Schmiede ist dran. Ihr seht ja zwei Stapel hier oben. Zwei Stapel Beskar-Barren. Wir wollen aber, dass sie drei Stapel Beskar-Barren hat, bevor wir diese Fähigkeit hier benutzen. Verdiene dir ein Siegel, bedeutet nämlich, wenn sie drei Stapel Beskar hat, ja, also ein Stapel bedeutet, sie kann jetzt einem Verbündeten einen Buff geben. Ein Stapel bedeutet, dass der Verbündete 50% mehr Verteidigung bekommt und 50% Maximalgesundheit. Das würde schon reichen, wenn wir das Purpatine geben. Bei zwei Stapeln regeneriert er am Ende seiner Runde 30% Schutz. Das heißt, er hat also die Verteidigung und die Maximalgesundheit und regeneriert noch Schutz, ja. Dadurch würde er praktisch zweimal 30% Schutz regenerieren, was extrem stark wäre. Wenn er drei Stapel hat, kommt aber noch dazu, dass er eine 100% Chance auf einen Gegenangriff hat und nicht kritisch getroffen werden kann. Dementsprechend wäre er noch wesentlich stärker. Wir machen jetzt mal das hier, shredden seine Rüstung. So, super klasse, sie hat drei Stapel. Das heißt, wenn sie das nächste Mal dran ist, kann sie voll abgehen, ne? Wir machen jetzt also jetzt mal hier Schaden auf ihn. Wunderbar. Jetzt geht es eigentlich nur darum, durchzuhalten ein bisschen, bis die Schmiede ein weiteres Mal dran ist. Und dann bekommt sie eben, kann sie eben die nächste Fähigkeit verteilen. Ja, man hätte ja auch die andere Fähigkeit geben können. Die Fähigkeit, die dafür sorgt. Oh Mist. Ihr seht schon, warum ich Candorous eigentlich killen wollte. Das ist ziemlich übel, was wir abkriegen. Okay, wir müssen aber erst einmal an ihm vorbei. Jetzt machen wir das Ding hier und geben das hier Pups. So, ihr seht, das hat Pups zwei Buffs. Diese beiden Buffs hier. Und das sind die beiden wichtigen Buffs. Auf diese Weise wäre Purpatine jetzt praktisch unbesiegbar. Ja, weil ich aber jetzt mich mit Candorous verbunden habe, bedeutet das, und Candorous so oft dran war, bedeutet das, dass wir eben ganz viel unsere Ultimate bekommen haben. Wir verbinden uns nochmal mit den beiden hier, weil ich nämlich will, dass Zalbar gleich stirbt. So, die Sache ist die, selbst wenn meine Verbündeten sterben sollten, ihr seht, Palpatine ist praktisch unbesiegbar jetzt. Ja, und immer wenn er dran ist, regeneriert er zweimal 30% seines Maximalschutzes, er kann nicht kritisch getroffen werden, er kontert immer und so ein Kram. Also der ist praktisch eine Ein-Mann-Armee, der ist ein riesen Monster jetzt. Und das sieht man auch hier. Yes, hier kommt das Monster, Freunde. Sehr gut. Okay, also das ist der Hintergrund, ne? Deswegen spielt man eben diese beiden. Und das geht halt mega ab. Ja, hab ich nicht vierfache Geschwindigkeit gemacht? So, die sah gerade ein bisschen langsam aus, die Schmieden. Jetzt machen wir das hier auf alle. Und dann sind die erledigt. Ich hätte den Kampf auch mit Purpatine alleine gewonnen, hätte dann wesentlich mehr Punkte geholt. Ja, anstatt 64 hätte ich also mehr als 64 Punkte holen können. Ich hätte irgendwie 65, 66, 77 Punkte, also ne, wie auch immer. Das hätte alles gut funktioniert. Aber ich habe das jetzt mal gemacht, um es zu zeigen, weil mir immer wieder gesagt wurde, hey Karaf, haben doch endlich mal die Schmieden für Purpatine und also für den Imperator Sith Ewigen, setz sie doch mal ein. Ich wollte einfach mal zeigen, warum. Ja, das ist der Hintergrund. Wenn man nämlich das schafft, diese drei
Barren auf Purpletine zu setzen plus Watt Tambor, dann wird Purpletine alleine so stark und fast unkillbar, dass der ganze galaktische Legenden alleine killen kann. Deswegen ist Purpletine eine der besten galaktischen Legenden als galaktische Legende im Kampf gegen andere galaktische Legenden. Aber muss halt wenigstens erstmal dazu kommen, diese Buffs auf Palpatine zu aktivieren. Ja, man braucht die Schmiede, man braucht Vatambor, muss ihm die Buffs geben und dann geht er halt richtig ab, ne? Guck ganz kurz, was der für eine Flotte hat hier. Der hat die Finalizer in die Verteidigung gestellt, das Interessante, die oben Kenobi. Okay, pass auf, gegen die Finalizer werden wir Kenobi einsetzen. So. Und gegen Kenobi werden wir natürlich Grievous einsetzen, ne? Ist ja klar. Also gehen wir jetzt mal hier auf Galaktische Republik. So, und spielen dann wieder meine Standardaufstellung mit der Galaktischen Republik. Nehmen hier die anderen Schiffe mit, die ich sonst mitnehme. Und das war's, ne? Los geht's. Okay, super. Natürlich ist diese Flotte ziemlich stark. Wir müssen aufpassen. Ja, wir machen aber erstmal Schaden auf alle hier. Unser Ziel ist es grundsätzlich, Dinge zuerst zu besiegen. Also Kylo, weil der ist der Haupt-Damage-Dealer. Und das Team geht halt richtig ab. Ne? Also ich mache erstmal hier Schaden auf alle. Flächenschaden und zum Kram. Ne? Schaden auf alle und so, wie auch immer. Schwarmangriffe. Und ihr seht, wie viel Schaden die schon angerichtet haben auf unser Team. Das ist schon echt beeindruckend. Wir greifen jetzt ihn hier an, machen das da. Wunderbar, haben ihn damit seine Buffs genommen. Wechseln dann ein und holen am besten mal Plo Koon zuerst. Weil Plo Koon sorgt dafür, dass wir unsere Gesundheit und Schutz regenerieren. Und weil er draußen ist, konnte Plo Koon nicht sofort agieren. Ja, das ist halt leider diese Fähigkeit von ihm. Jetzt gehen wir Zugleist ab. Unsere Verbündeten sind mit allen wieder dran, bevor... nicht ganz wieder dran. Großkraftschiff ist dran. Okay, jetzt machen wir diese Fähigkeit hier. Nehmen ihm seine Buffs und killen ihn fast. Switch jetzt wie ihn als nächstes killen. Machen wir das hier, geben das hier Anakin, damit er ein bisschen stärker wird. Alle sind ein bisschen stärker geworden. Geben jetzt hier Schutzregeneration und provozieren. Gehen wir auf Anakin. So, warum eigentlich nicht? Das wird ein bisschen stärker. Ich mache mir keine Sorgen, dass die Anakin bedrohen. Ich wollte einfach nur seinen Schutz ein bisschen verbessern. Anakin ist auch gejagt, ne, hier. Das ist halt der Buff von der Finalizer. Und ihr seht, warum die Finalizer nicht der Verteidigung stehen sollte. Denn man sollte die am besten in der Offensive spielen, weil die so mächtig ist in der Offensive und man am besten selbst wählt, wen man vorschickt zum Angreifen und so weiter. Ich gucke, ob ich Schutz regenerieren kann. Regenerieren wir mal Schutz von Ahsoka hier ein bisschen. Sehr gut. Greifen dann ihn hier an. Wunderbar. Dann machen wir hier einen normalen Angriff. Sehr schön, das ist erledigt. Und ich habe versucht, noch möglichst viel Maximalschutz rauszuholen für unsere Einheiten hier. Das war das Beste, was ich machen konnte, ne? Volle Gesundheit und Maximalschutz. Deswegen habe ich eben Ahsoka nochmal geheilt. Okay, sehr gut. Damit haben wir also den Kampf gewonnen. Jetzt geht's hier gegen General Kenobi. Nehmen dafür natürlich General Kenobi, also General Grievous. Und wählen dann die Separatisten. Und gehe wieder mit meiner Lieblingsaufstellung, so die hier und die hier als Einwechsler, ne, das reicht schon. Ja, also das ist so der Hintergrund. Die Finalizer sollte eigentlich in der Offensive gespielt werden, weil die eben so, der Computer weiß nicht, wie man die richtig spielt. Wenn man die in der Offensive spielt, kann man ein bisschen besser wählen, wen man angreift, wann man angreift und so weiter, ne, solche Dinge. Okay, ihm geben wir das Zeug hier, auf jeden Fall, sehr schön. Die kriegen Flächenschaden, kriegen ganz schön viel Schaden. Das ist eine ziemlich starke, gut ausgebaute Galaktische Republikflotte. Wir sorgen jetzt dafür, dass unser Tank ein wenig verstärkt wird und seine Debuffs verliert, ne? Wunderbar. Als nächstes machen wir jetzt hier diesen Angriff hier, damit alle die Bastruinen bekommen und Anakin einmal gekillt wird. Sehr gut. Als nächstes betäuben wir Ahsoka, damit die eben keine Debuffs wegmachen kann. So, er wechselt ein, holt den Y-Wing. Der provoziert dann als nächstes. Und ihr seht, das ist schon eine stark ausgebaute Kenobi-Flotte. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Wir können niemand anderen angreifen, müssen den Tank angreifen. Also machen wir das mal ganz kurz. So, können jetzt jemand anderen angreifen. Wählen jetzt mal ihn hier, machen dann Schaden auf ihn direkt. Weil mit ihm können wir nämlich drumherum angreifen. Das ist etwas, was ich auch selten mache, weil es meistens nicht nötig ist. Aber hier ist es schon nötig. Und wir greifen jetzt den Tank normal an. So, wunderbar. Wechseln dann ein und das Schiff, das ich einwechsle, ist ihn. Und ich wechsle ihn aus einem ganz bestimmten Grund ein, nämlich, damit ich jetzt die Chance habe auf Anakin, dass das gut funktioniert und ihn gleich wegpusten kann. Wunderbar. Das schwächt nämlich die Durchschlagskraft des Gegners schon mal extrem und der ist nicht mehr so gut darin, unsere Tanks zu vermöbeln, ja? Wohingegen wir immer noch gut darin sind, seine Tanks zu vermöbeln. Unser Schiff lebt noch, das ist gut. Greifen wir jetzt nochmal ihn an hier. Sehr schön, das ist der erledigt. Jetzt kümmern wir uns um Fives als nächstes. Aber Plo Koon heilt. Und wir machen jetzt Ahsoka-Tank, ne? Wir machen jetzt das hier auf Ahsoka. Wunderbar. Dass sie nicht kritisch getroffen werden kann, ist nicht weiter schlimm, weil die meisten unserer Schiffe sowieso nicht kritisch treffen können. Wir haben einen Tank verloren, wir haben noch einen weiteren Tank. Wir betäuben Ahsoka, es hat funktioniert, sehr gut. Machen damit Flächenschaden auf alle. Also wir sehen, der Gegner hat auf jeden Fall seine beiden stärksten Flotten in die Verteidigung gestellt. Das ist ganz offensichtlich hier. Er macht noch seine Ultimate auf uns.
Und die haut ganz schön rein, die Ultimate. Aber wir überleben immer noch. Ahsoka ist noch betäubt, das ist gut, wunderbar. Wir wechseln wieder ein, wir müssen einwechseln, denn wir können nicht nur von beschworenen Schiffen leben im Moment. Und dann würde ich mal sagen, machen wir erstmal hier einen Schwarmangriff auf Plo Koon, damit der erledigt ist. Ahsoka ist ja unsichtbar. Greifen dann hier Fives an. So, super. Ihr seht hier, unser Sunfack überlebt sehr, sehr gut. Greifen wieder Fives an, ist der auch erledigt. Und dann machen wir jetzt nächstes noch Ahsoka platt. Die ganzen Explosionen machen uns fast platt. Aber wir geben jetzt ihm hier noch ein bisschen Zeug. Super, nehmen wir seinen Debuffs weg. Gegner wechselt schon wieder ein. Ist ein sehr, sehr harter Kampf, ne? Ihr seht, er hat eine voll ausgebaute Galaktische Republikflotte. Aber General Grievous ist generell stärker. Obwohl unsere Charaktere nicht so stark ausgebaut sind wie seine, ist General Grievous trotzdem stärker. Immer, ne? Als General Grievous ist einfach ein guter Konter gegen Kenobi. Das ist sehr, sehr schwierig. Wir machen mal das hier auf ihn. So, sehr gut. Dann ist er erledigt. Und jetzt pusten wir noch Ahsoka weg und da haben wir auch den Sieg. Dass es so schwierig aussieht wie jetzt, in Anführungszeichen, kommt selten vor. Weil wir selten gegen einen Gegner kämpfen, dessen Galaktische Republik-Charaktere so gut ausgebaut sind, der die dann auch in die Verteidigung stellt. Aber ich kenne das schon aus der Flottenarena, ne? Deswegen mache ich mir da keinen Kopf. Also das ist, was wir ziemlich leicht schaffen. Deswegen habe ich auch hier nicht Galaktische Republik gegen Galaktische Republik gekämpft, sondern ich habe hier mit Grievous gegen die Galaktische Republik gekämpft, weil ich glaube, meine Galaktische Republik hätte gegen seine Galaktische Republik verloren. Ja, in der Offensive. Weil seine waren ein bisschen besser ausgebaut und es wäre vielleicht in einem Unentschieden geendet oder vielleicht sogar in einem Loss für mich, also dass ich verloren hätte. Und deswegen habe ich das so eingesetzt. Okay, dann. Generell ist es besser, gegen General Grievous einzusetzen und was auch immer der Gegner noch hat, dagegen dann General Kenobi einzusetzen, weil General Kenobi kann die meisten Flotten besiegen. Also General Kenobi kann eigentlich von allen Flotten, die existieren im Moment, alle besiegen, außer natürlich die Executor, ne? Die kann General Kenobi nicht besiegen oder halt nur mit Tricks oder so vielleicht, eventuell irgendwie, aber grundsätzlich wird General Kenobi halt gegen alles andere eingesetzt. Und gegen General Kenobi kommt dann halt Grievous dran, ne? So ungefähr. So ist mein Vorgehen im Prinzip. Also, Grievous gegen Kenobi und gegen alles andere wird dann eben Kenobi eingesetzt. Okay, das sind jetzt zwei schwächere Teams. Das hier unten, da würde ich unterschätzen, die Killerbärchis. Das da oben ist natürlich ganz einfach, easy peasy. Wir gehen jetzt also hier rein gegen die Killerbärchis. Und ich würde mal sagen, nur eine Episode mit dem Sith Imperium ist eine gute Episode. Und das ist noch ein Gruß an den guten Darth Revan, der regelmäßig und sehr gerne meine Episoden schaut, am liebsten die von Season 1. Und er ist natürlich ganz offensichtlich ein Fan von Darth Revan und dem Sith Imperium. Liebe Grüße an dich, lieber Darth Revan, und das hier ist für dich. Also vermöbeln wir jetzt ein paar Killerbärchis. Und es tut mir wirklich leid, dass ich so lange keine Episoden rausgemacht habe zu Season 1. Es hängt halt eben damit zusammen, dass ich immer ein bisschen warten muss, bis Events laufen. Und ich habe einfach die Anmeldung zu diesem Event verpasst. Das war einfach nur mein Fehler, ja. So, okay, wir greifen jetzt ihn hier an, den Ältesten. Der kann heilen, den wollen wir platt machen. Wir greifen normal an hier, ich will noch keine Stöckchen werfen. Dann, wir könnten doppelt und dreifach Furcht auf alle machen. Das macht im Prinzip keinen Unterschied, weil wir sowieso Stöckchen werfen hier. Oder Granätchen werfen. So, Gegner ist noch nicht geschockt. Wir schocken jetzt einmal ganz kurz mit Revan. Und das war's. Revan holt den Kill. Und das ist nur treffend. Sehr schön. Okay, jetzt kämpfen wir gegen Phoenix. Und gegen Phoenix würde ich mal sagen, wir setzen ein Team ein, das ich sonst so selten... Also, ich meine, ich könnte Widerstand spielen gegen Phoenix, aber die sind wirklich nicht sonderlich spannend. Aber ich setze das Triumvirat so selten ein, deswegen nehme ich die jetzt mal. Und das ist jetzt mein Alibi-Kampf mit einem zu kleinen Team, okay? Da kann mir niemand nachsagen, ich würde nicht ein zu kleines Team spielen, wenn ich kann. Und das Triumvirat sind wir einfach viel zu selten. Ich liebe die aber, ne? Klar, ganz klar, sie sind super cool. Und die setzen wir jetzt hier ein. Und wir isolieren natürlich Kanan und geben ihm hier dann erst einmal sein Zeug. Normalerweise, wie gesagt, sollte Sion schneller sein als Nihilus, damit nämlich Sion erstmal Debuffs auf alle macht und danach Nihilus dann alle saugt. Aber ihr seht, ich mache das trotzdem, das ist mir auch völlig egal gerade. Als nächstes greifen wir Kanan an und wir machen das mit diesem Angriff einfach mal, ist auch egal im Prinzip. Wir wollen Kanan zuerst killen im Prinzip, weil Kanan sorgt für Konter. Und ihr seht, Phoenix macht viele Angriffe außerhalb der Runde und so ein Kram. Aber die Sache ist die, Kanan sorgt für Konter. Auch wenn er isoliert ist, sorgt er noch für Konter, was ziemlich seltsam ist eigentlich. Und ich will Kanan deswegen als erstes killen, damit die Gegner einfach nicht mehr kontern können. Ne? Das ist der eigentliche Hintergrund. So, und deren Angriffe außerhalb... Ich könnte die auch verwirren, ne? Das geht auch. Also so, ne? Hier, so verwirrt und so. Dann können die auch nicht mehr kontern. Also wir haben viele Möglichkeiten, gegen die vorzugehen. Aber vor allem wegen Flächenschaden und so ein Kram will ich das machen. So. Verwirren wir mal Kanan.
Sehr gut. Und greif normal an. Wir saugen jetzt nicht. Wunderbar, ist ja auch fast erledigt. Greif jetzt auch nochmal hier normal an. Sehr gut. Als nächstes kriegen wir dann Ezra. Die können gar nicht gewinnen, ne, im Prinzip. Wir machen nochmal das hier. Nein, das machen wir nicht. Wir greifen normal an, und zwar hier auf Hera erst einmal. So, dann löschen wir aus, und zwar Zapp, weil der hat die meiste Gesundheit. Das bietet sich gerade an, also machen jetzt auslöschen hier auf Zapp. Sehr gut. Und dann, seht ihr, alle anderen sind schon wieder schwächer geworden. Machen jetzt Schaden auf alle und nehmen denen ihre Buffs. Wunderbar, der muss hier den angreifen. Jetzt machen wir das hier, reduzieren seine Abklingzeiten. Sehr schön. Saugen nochmal allen, reduzieren seine Abklingzeiten weiter. Greifen dann Ezra an, dann ist der auch erledigt. Nur noch sie ist da, die gute Hera. Und die pusten wir mit Treya weg. Super. So, wir haben 65 Punkte geholt, obwohl wir angeschlagen waren, weil wir eben, wir sind mit drei Charakteren rein, die haben volle Gesundheit. Drei Charaktere hatten nicht vollen Schutz, nur einer der drei Charaktere hatte vollen Schutz. Und dadurch, wenn jetzt alle drei vollen Schutz gehabt hätten, dann hätten wir 67 Punkte geholt, weil zwei Charaktere fehlen, weil für jede Einheit, die man nicht mitnimmt, bekommt man eben einen Bonuspunkt. Und dementsprechend hätten wir jetzt praktisch 67 Punkte rausgeholt, ja. Aber weil eben zwei Einheiten keinen vollen Schutz haben, sind es eben 65 Punkte, also die maximale Punktzahl, wie wenn wir mit fünf Einheiten reingegangen wären, die alle vollen Schutz gehabt hätten. So, und volle Gesundheit oder so ähnlich. Ihr wisst, was ich meine, ne? Kleid muss neu gestartet werden? Okay, das ist interessant. Einfach mal so, warum eigentlich nicht Karma machen, ne? Jetzt bin ich mal gespannt, ob das hier als Sieg oder als Niederlage zählt. Gucken wir mal, Freunde. Nicht, dass mich Capital Games hier meinen Sieg berauben. Okay, hier sind wir also. Wir haben den Sieg geholt, Freunde. Das ist ziemlich gut. Und wir haben 1051 Punkte. Wir haben noch circa 2 Stunden, 42 Minuten Zeit. Ich weiß nicht so genau, ob der gute Aquilon oder Aquilon, ob der hier mitspielen wird oder die Runde spielt. Keine Ahnung. Jedenfalls sieht das so aus. Und in der nächsten Runde werdet ihr dann sehen, wie der Kampf letztendlich ausgegangen ist, okay? Vielen lieben Dank, Freunde, fürs Zuschauen. Und hoffentlich bis zur nächsten Episode. Möge die Macht mit euch sein.